Elf in die andere Richtung, das ist viel zu groß eigentlich. Ja, der lebt auf großem Fuß. Nee, es geht sich auch um den Zaubertisch, weil du hast nicht so eine große Range. Das stimmt, aber vielleicht können wir ja auch hier irgendwie mal so einen Trank machen, weißt du, so einen Brauchstand. Das können wir natürlich machen. Dass man das so kombiniert, meinst du? Ja, und dann brauchst du Platz. Allein schon für die ganzen Truhe, ne? Die für die Flaschen drauf gehen. Und die ganzen Materialien, die man dafür braucht. Ja. Hast du überhaupt noch eine Ahnung, ob wir hier richtig sind oder schon zu weit oder noch zu wenig? Also ich habe, glaube ich, jetzt bis hier 5... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passt perfekt. Das war falsch. Okay. Einen schönen großen Raum. Bisschen beleuchten. Gut. Gucken wir nochmal. Stimmt das? 5, 5. Vielleicht können wir ja auch hier Zuckerrohr anlegen dann. Zuckerrohr hier? Ja. Dann hast du das immer in der Nähe vom Brauchstand. Zuckerrohr und die Netherwarzen. Kann ja im Nebenraum sein. Hier zum Beispiel. Warte. Das können wir machen. Können wir her. Dann hier in die andere Seite oder so. Hier so eine Plantage auf der anderen Seite. Du wolltest doch sowieso dann hier noch in die Seite graben. Oder? Ja. Machen wir mal eben eine Schaufel. Brauchst du auch noch eine Schaufel? Nee, ich hab noch. Oh, wo wir wieder draußen werden. Ja. Und da regnet schon wieder. Schneit. Oh. Ist nicht schlimm. Komm mal wieder rein. Da fällt mir schon was ein. Noch ein tiefer. Genau. Dann werde ich zurück. So. Ab, ab, ab. Hier. Und dann gehen wir hier. So. Hier noch ein Tief. So. Und da kommen wieder Holztreppen hin, wenn du noch welche hast. Holztreppen. Zack. Alles klar. So. Und hier unten bauen wir jetzt das Dingens, ne? Ja. Wollen wir dann getrennt machen? Einmal die Warzen, einmal das Dingen? Ja, kann man machen. Okay. Weil die Warzen brauchen ja kein Wasser. Ja. Dann. Was machst du? Nicht? Ja, können wir auch so machen. Ich hätte es jetzt etwas anders gedacht. Ja, wer hast du das denn gedacht? Ich hätte hier noch so einen Gang gemacht und dann hätte ich jetzt hier den Raum dran gelegt, aber... Ach so, ne, können wir ja machen, ist kein Problem. Ich mache das dann hier wieder zu. Ich habe meins zugemacht, ist okay. Weil hier bauen wir jetzt wieder in Richtung Treppe, das wäre... Naja gut, machen wir es so. So. Können wir dann jetzt noch eine höher? Nee. Doch. Aber warum willst du noch eine höher? Weil Weizen-Dingens doch 3 hoch wächst. Da bringt ja eine 2er Höhe ja nix. Ah. Dann würde. Ne, warte. Auf der Seite wollten wir doch die Dingens. Dann würde ich vielleicht noch hier nochmal irgendwie runtergehen oder so. Ach so, ja. Das können wir doch machen. Das können wir Aber machen, die Decke können wir trotzdem rausnehmen. Die können wir ja dann noch verändern.
Dann machen wir... Lustig wäre hier drunter der Raum, ne? Mit dem Bambus. Ja. Wenn du meinst, dass man mit einer Leiter dann hinkommt? Ja, oder hier mit so einer Treppe einfach runter. Wir können den hier erstmal noch ein bisschen weitermachen. Das sind jetzt hier 4 und hier sind es 3. Da müssen wir hier sowieso noch einen weitermachen. Da ist wieder Regorge. Okay. Das war's. 2, 3, 4. So. Und 4. So, jetzt haben wir hier 4. Jetzt müssen wir den nochmal gerade. Wie viel? Nochmal 5 nach hinten durch. 5. 1, 2, 3, 4. Tut mir übrigens leid, Leute, dass ihr gerade so wenig seht. Ich mach mal gerade eine Fackel hier hin. So. Da ist dann wieder Licht. So. Dann haben wir hier den Raum. Da können wir dann die Netherwarzen reinbringen. Mit dem Seelensand. Das passt ja dann. So, jetzt ziehe ich nochmal nach. 1, 2, 3, 4. Stopp. 1, 2, 3, 4 passt. So, jetzt würde ich dann sagen, machen wir hier so einen Gang. Wo wir auf Eisen stoßen. Ist ja nicht schlecht. Ich kann schon nichts mehr aufheben. Gib mir ein bisschen was ab. So. Ich habe gerade einen Schneeball zerstört. So, wo wir dann hier runter gehen. Wir müssen... Eins. So, jetzt sind wir hier auf... Der... Jetzt sind wir eine unter der Ebene, ne? Sind wir hier 2... 3, 4 und ich gehe noch eine runter, 5. Und okay. Dann hier rein. Oh, ich muss mir mal ein paar Fackeln machen. So. Und dann können wir hier... ...schön hochgraben. So. Lass mal zu machen. Oh, ich höre sie schon wieder röcheln. Wen denn? Zombies? Das ist schon wieder nach. Liebe Freunde, wir müssen mittlerweile auch zu der Zeit sein, wo wir ein kleines Gewinnspiel gestartet haben. Ja. Zu Weihnachten verschenken wir ein paar Spiele. Alles weitere in den neuen Yabo LP News. Ich weiß nicht, welche Nummer es sein wird. 27, 26, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ihr müsst euch nur entscheiden. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das aufgelegt haben. Deswegen können wir jetzt auch nicht so viel darüber sagen. Wir wissen nur... dass wir ein paar Spiele anbieten, wovon ihr etwas gewinnen könnt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren, 6 oder so. Ja. Und das müsste mittlerweile dann auch langsam aufs Finale schon zugehen. Ich weiß nicht, wann, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Weißt du auch nicht, ne? Boah, das sind so viele Folgen. Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn jetzt eigentlich aktuell für eine Folge? Keine Ahnung, du. Irgendwas mit 90, 91 oder so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass der Bestand der letzten Aufnahme bis Donnerstag geht.
Das heißt, wir müssten schon danach sein. Wir müssten jetzt vielleicht so Samstag, Sonntag haben, vielleicht schon Montag. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder aufnehmen. Da müsste also das Gewinnspiel schon länger laufen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, einfach nochmal reinschauen. So, hier wollte ich einfach nur so einen längeren Gang machen. Ach nee. Zack. Und was ist der Rest? So, zap, zap. Und hier auch noch. Schön hoch. Das muss auch noch weg. Hast du noch die Eimer? Die sind am Bauernhof. Ah, am Bauernhof. Okay. Die Hütte ist echt kaum zu sehen, ne? Das ist gut. Das ja, ist ne? ja so, wie wir es wollten. Klar, hier muss noch vielleicht noch ein Baum davor oder so, ne? Aber das ist so das kleinere Übel. Das ist das kleinere Übel. So. Wasser. Bambus. Bambus, Wasser, Bambus. Perfekt. Vielleicht noch. Bambus habe ich mit und Wasser habe ich auch mit. So ein Weg, dann muss ich noch einen weiter graben. Okay. Wir müssen auch eventuell nochmal in den Nether diesen Seelensand holen. Mhm. Daran soll es nicht scheitern. Nether-Warzen brauchen wir keine zu holen, weil die wachsen so schnell. Mein Gott, was hier alles rumliegt und ich nicht mehr aufheben kann. Ja, ich komme jetzt. Ich habe hier oben schon mal noch ein bisschen Seelenstand, Sand verteilt. Ach du Scheiße. So, also hier kommt Wasser hin. Wasser. Wasser? Ja. Bambus, Weg, Bambus, Wasser. Und hier kommt ein Holzweg oder sowas hin. Hier dann schon mal schnell den Zaubertisch platzieren. Ja. Oh ja, das sieht ja schon ganz wo gut wolltest aus. Du jetzt Wasser haben noch? Ganz hinten. Der durchgängige Weg ist für Dingens. Für den Weg. Okay. Zaubertisch. Mal gucken, wie wir den bauen. Vielleicht irgendwie hier. Bücherregale.
fliegen die Noten auch schon rein. Oder Buchstaben. Bambus habe ich noch. Hier dürfen wir den Weg nicht vergessen. Muss ein Weg gebaut werden. Damit man nicht immer durch den Seelensand durchläuft. Ja, ich habe vier gemacht. Vier, extra. Vier? Ja, vier, vier. Was ist vier, vier? Ja, vier Seelensand links und vier Seelensand rechts. Ach so, ja, klar. Ne? Mhm.